baut ihr da bitte? Schweinezucht und ja. Eine Abdeckung fürs Lagerfeuer. Ja, ja. Schauen wir mal zur Schweinezucht. Was brauchst du denn alles dafür, diese komischen Zaunwände, ne? Roundhole Fence, genau. Achso, du hättest das gar nicht wegmachen wollen. Ich glaube, das hält die Viecher auch ein bisschen fern. Fackeln hätte die dann auch einfach hingebaut. Gibt es eigentlich einen langfristigen Plan, was wir hier machen? Ja. Nein. hätte es das sollen. Ich weiß ja nicht. Kann man überhaupt drüber springen? Warte. Okay, gut, gut. Weil wir müssen dann die Schweine einsperren. Vielleicht sollten wir unsere Gesellschaft mal wieder zusammenführen. Womit locken wir die nochmal an? Wir müssen sie verärgern, damit sie uns dann nachlaufen. Wäre wahrscheinlich nicht blöd. Dazu irgendwie geschickt einsperren, okay. Das wird bestimmt lustig. Deshalb lasse ich auch zwei große Öffnungen. Ich weiß nicht, wo sollte ich vielleicht hier lasse ich das offen und hier mache ich zu. Also eigentlich hatte ich vorhin auf einem der Runensteine gelesen, dass man die mit irgendwas anlocken kann, die Viecher. Irgendwie Wurzeln stand da, Roots. Aber ich habe noch keine Roots gefunden. Okay. Dann muss man sie nicht dahin hektisch hinlotsen, sondern sie, also Vertrauen gewinnen. Fred schreibt gerade im Chat, dass auch Pilze gehen, um Schweine anzulocken. Ah, Trüffelschwein. Pilze habe ich zwei. Bevor man sie angeklärt hat oder danach? Ist halt die Frage, wie das geht, weil im Inventar kann ich die ja nur zum Essen benutzen, ne? Man wirft sie vielleicht in den Zoo. Wildschweine, boah, Wildschweine habe ich en masse gefunden im Singleplayer, aber hier? Komisch. Ja, manchmal tauchen die auch dann in so einer Mini-Herde auf und manchmal irgendwie einzeln. Genau. Das verpasst, ja, so ungefähr. Verteilt. Da hinten ist wieder so ein komisches Grünling-Ding oder Gräuling-Ding. Mhm. Ja, du kannst dich die Schweine anschleichen und dann mit Pilzen füttern. Dein Wort ist eins. Ja. Roots of the also Ground. Anschleichen. Anschleichen und Pilze ins Inventar oben ziehen und einfach dann, keine Ahnung, auf 3 drücken, wenn du die Pilze auf 3 hast. Und möglicherweise verscheucht das Feuer am Gatter die Wildschweine. Das müsste eventuell entfernt werden. Da steht hier auch, die haben Angst vor Feuer. Dann räume ich die Feuer neben dem Gatter hier hinten aber auch mal weg. Die sind vielleicht auch schon zu nah. Okay, Pilz durch mal auf 4. Und dann. Das wird lustig. Aber ich warte, bis du kommst. Geh vielleicht nach hinten. Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Wir probieren es einfach. Frisch schauen wir mal, wie das wäre. Es sind sogar 2 jetzt. Also ich habe eben versehentlich einen Pilz gegessen, weil ich auf 1 gedrückt habe. Also das müssen wir irgendwie nicht tun. Aber wie das dann geht, keine Ahnung. Hinwerfen vielleicht? Aus dem Inventar ziehen? Ja, das wäre vielleicht auch möglich. Aha. Ja. Huch. Sehr schön. Ja, die kommen einfach. Aber wo ist unser Tor? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie man zubauen kann. So. Ich hab's jetzt 1. Okay, das nächste Mal weiß ich. Ich hab's dir dann gleich. Komm. Peter hat immerhin schon mal ein Schild gebaut. Sehr schön. Kann ihm jemand vielleicht einen Pilz zuwerfen, damit er sich beruhigt? Ja, ich hab. Ja. Damit man Vertrauen gewinnt oder so. Hier, Schweinchen. Nee, aber irgendwie mag er das nicht. Ein wildes Schwein. Ich glaube, der ist im Angriffsmodus. Ja, eindeutig. Und wenn wir mal alle weggehen, damit er uns nicht mehr sieht? Wo ist der Pilz jetzt hin? Ich habe ein ganz schön wildes gefunden. Schwein. Ich komme. Vor allem, der befreit sich auch langsam, weil er die ganze Zeit. Weil er den Zaun nämlich angreift. Und wenn wir uns mal entfernen davon und warten, was er macht, weil ich glaube, jetzt ist er an den Pilzen, oder? Ja, er hat sich beruhigt tatsächlich. Oh. Ja, sehr schön. Zuchtmeister Bastian und Vlad zur Stelle.
Achso, also das Loch, was ich da im Turm hatte, das reicht dann nicht aus. Es muss wohl über dem Feuer noch ein Schrägdach quasi nach innen sein, dass der Rauch... Ja, das habe ich gemacht, aber das reicht wohl nicht. Dieser eine Klotz, den Peter rausgeschlagen hat aus der Wand, der reicht scheinbar nicht. Der eine Klotz. Ja, du glaubst gar nicht, was der alles zusammenkloppt. Peter, der Zerstörer. Du alter Zerstörer. Genau. E-Punkt am Tor. No, God, please, no! 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 Ja. Jetzt werde ich hier schwer beleidigt. Das Ziel ist aber auch nicht so einfach am Anfang. Ist gewöhnungsbedürftig. Tja, ein Speer hat leider noch keiner dabei. Bisher haben wir es nur geschafft, dass Peter sich ein Schild gebaut hat. Aber ein Messer sehe ich hier beim Basti. Das ist auch irgendwie ein bisschen fies, ne? Ich merke immer im Hintergrund, der Jan, der spricht da im Chat in seinem Livestream und wir kriegen das alle gar nicht mit, weil der ist voll fies. Blicke auch immer mit bösen Blicken nach rechts. Was der wohl über uns erzählt hier? Wir lästern nur darüber, dass ihr 3 Stunden gebraucht habt, um den ersten Schild zu bauen und noch keine Speere oder so habt. Hast du mal nach oben geschaut? Jetzt laufen die davon. Nein. Aber ist nicht wirklich, oder? Wer ist denn da tot im Dorf? Ach so, ich bin blöd, ich habe eine Fackel. Gut, das war ein Schleichen mit Fackel. Warum nicht? Ja. Hat sich gerade jemand. Jetzt wird die Maustaste. Oder mittlere Maustaste. Das hat nicht geklappt. Da habe ich ihn unterm Hintern hergeschlagen. Nö, das war, glaube ich, vom Niveau her, glaube ich, ja. Blöd, weil das dann jetzt im Hügel war und du warst jetzt Er stand zu hoch, genau. Du warst jetzt in der Steigung. Kannst du nicht einfach hier reinrennen, wenn ich hier kacke? Was? Jetzt der allererste Stream, Teststream, ja. Weil wir auch so ein bisschen im Hintergrund jetzt hier die Regietechnik und so testen. Und dann wird es in Zukunft aber Kiste, ne? Streams geben, sowohl Spiele-Streams als auch wahrscheinlich eine Reihe von Live-Aufzeichnungen von Podcast-Folgen. Ja, geil, das heißt, dass ihr dann als Chat direkt während der Aufzeichnung da auch Fragen stellen könnt. Und das wird so ungefähr alle 14 Tage, alle 3 Wochen ungefähr passieren. Da haben wir in der Vergangenheit schon, ich glaube, 5 oder 6 Folgen haben wir. Auch sehr unregelmäßig, aber wir haben es jetzt zusammen mit dem Arbeitskreis im Programm strukturiert. Das wird, also wie gesagt, wir haben, glaube ich, ein Jahr im Voraus jetzt Termine und Themen und Gäste gesammelt und geplant. Da wird einiges passieren in nächster Zeit. Es gibt aber schon spannende Folgen zu Kolonialismus, Rassismus, solchen Sachen in Spielen, zu... generell Erinnerungskultur und digitalen Spielen und zu digitalen Spielen oder Geschichte und Let's Plays. Das war das erste Video. Haben wir mit Steinwallen und Writing Bull zusammen gemacht. Genau, und das gibt es als Podcast. Also das, was du über den Link da hast, ist quasi Audio-Podcast klassischerweise. Wird von Anchor aus auch zu Spotify und so weiter verteilt. Und parallel dazu gibt es bei Basti und bei mir auf dem Kanal dann noch eine Videoversion von dem Podcast. Das wird mit den künftigen Folgen dann nicht mit allen der Fall sein. Hängt so ein bisschen davon ab natürlich, was für ein Thema das ist und wie das mit den Gästen aussieht. Ja. Aber da ist einiges auf der Agenda, da wird einiges passieren. Feuerpfeile sind die besten. Wie Bleistift. Ich werde mich mal kurz auf und dann kann es losgehen. Was macht denn ein Feuer? Tja. Im wahrsten Sinne. Los geht's. Du bist schon heiß auf dem Boss. Richtig, ey. Noch einmal einen Blick nach oben und Yggdrasil. So, Hjalmar, du Großer, kriegst du mal deinen Bogen. Hier kommt noch ein wertvoller Hinweis. Mit der rechten Maustaste und der Leertaste kann man Angriffen ausweichen. Wow. Krass. Unter der Aufwendung von ein bisschen Ausdauer. Sind wir alle da? Ja.
Ready! Aus, alle rollen durch die Gegend. Ach du Scheiße. Oh, it's magic. Ich habe Angst. Oh, jawohl. Genau, dann Musik. Genau, so gehört das. Das war's. Da ist er. Und tschüss. Eieiei, ein Elektrohirsch. Claudio exploiten den Gegner. LOL! Elektrohirsch! Eieiei. Kriegen wir den kleinen? Sieht so aus. Stimmt, das muss man ja auch noch leveln. Hashtag Realismus. Nein, weg. Oh. Aber er hat schon die beste Rüstung und der steht irgendwo hin. Ja, ich hätte gedacht, der ist schwerer. Das ist doch mal. Oh, Peter hat keine Ausdauer mehr. Autsch. Ja! Jawoll! Juhu! Yes! Wow! Und? Kriegt man da was raus? Ein Pro-Gamer. Nice. Ja, jetzt spätestens. Eine Trophäe. Eiktir-Trophäe. Das war doch ein Kinderspiel. Und der Stream wird total enttäuscht. Zumindest ja ein Arabe gekommen. Return to the sacrificial stones with your forsaken trophy and offer it as a sacrifice to make the god smile upon you. Ja. Ach so, das heißt, für uns zählt das gar nicht wahrscheinlich, oder? Also zurück zum Altar, glaube ich, und dann schauen wir mal, was die Götter so sagen. Geil oder nicht geil, ne? Richtig geil. Auf Daumen runter. Wer hat das Quest-Item eigentlich? Ich weiß nicht. Ist die Quest nur für eine Person erfüllt? Wahrscheinlich immer der sie aktiviert, oder? Nee, ich hab sie nicht. Oder der, der den letzten Schlag verpasst? Ah, hier, ich hab's. Warte kurz. So. Oh ja. Oh. Activate Power. Oh. Bei der Macht von Valheim. Activate Power. Bei der Macht des Arbeitskreises. Ich habe da einen Teppich gefunden. Schön, nicht wahr? Der legendäre Teppich. Definitiv. Handgeknüpft. Da ist doch der Troll. Ja, da ist der Troll. Aber ich weiß nicht, ob das zu zweit so klug ist. Er bewegt sich jedenfalls immer näher an unseren Turm. Ich weiß nicht, ob er auf den sauer wird. Ich glaube, eine Idee wäre, wir holen den Richtung Turm. Oh, der kommt Richtung Turm. Huch. Und da stehen einfach die Leute oben und schießen mit dem Bogen drauf los. Ah ja, ich hab einen Baumstamm genommen. Auf geht's, Trollkloppen. Nein, und so. Alter, was sind das für Schadenswerte? Direkt schnell den Turm. Ja. Aber das Feuer entlüftet jetzt. Das war's dann hier im Bauernburg, ne? Oh, das Gebäude hat geblockt. Schön. Da werden uns wohl zwischendurch die Pfeile ausgehen. Ah, ja, da. Peter hat's aktiviert. Ich hab einen Baumstamm auf dem Kopf. Jawohl. Das war nicht so gut. Ja, Peter ist hier der Nahkämpfer. Der hat's raus. Sagte er und da lag er am Boden. Ah. Ist der noch? So ein Krautzwergedorf. Ah. Wo führst du mich hier eigentlich hin, ey? Und ich folge dir auch noch. Unser Wildschwein ist entflohen. Sehr schön. Aus? Na toll.
schon ein bisschen bedrohlich, wenn da grüne leuchtende Augen aus dem Wald kommen. Du meine Güte, unser schöner Turm. Nico, alles ist kaputt. Ich war so wütend, dass ich gestorben bin, dass ich den Turm gleich mit zerstört habe. Der ist ja immer noch nicht fertig, der Typ. Ich bin jetzt gerade in so einem mystischen Wald. So einem bläulich-mystischen Wald. Keine Ahnung. Aha. Die Pilze, ne? Ja. Hast du wieder von den blauen Pilzen genascht? Ja. Sorry. Noch eine Kirche. Muss sein. Jetzt sehe ich hier Feen und Elfen. Na, wie eine Kirche sieht das aber nicht aus. Nicht mit dir sprechen, bist du noch im richtigen Spiel. Noch. Betonung auf noch. Oh, Peter hat jetzt einfach mal ein Opfer dargeboten. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das klug war, was ich gemacht habe. To make a sacrifice? What? Es war nicht so klug. Wieso? Was hast du denn? Ich wollte nochmal gegen Ike Steel kämpfen. Ich hab den Ike Steel wieder mal geholt. Warum steht jetzt Ike? Ach so, okay. Ach ja, dann mach den mal alleine, ne? Ach so, Peter. Ah, grüß dich. tja. Scheiße, ne? Ach, Peter kriegt das doch ganz gut hin. Aber da ich kann nichts passieren. Ich habe gerade gesehen, World Safe in 20 Sekunden. Die Angriffe, blockt das da. Okay. Ihr seid safe. Kein Problem. Genau. Ich glaube nicht, dass wir daran sterben, ehrlich gesagt. Gleich. Like this action. So, ich muss jetzt kurz rasten. Ah, Björn ist auch schon da. Sehr schön. Der ist jetzt sowieso down. Jetzt kommen aber 100.000. Ich nehme an, es lohnt sich nicht mehr für mich, dass ich weiter zu euch. Nee, der ist jetzt tot. Weiter macht das Ike für. Voll verliert doch bestimmt auch irgendwas Wertvolles. Vermutlich. So. Greater Shaman down. Voll Sabba. So, bist du? Ach du Scheiße. Typ, ich bitte sie. Oh. Trollhaut, Ja, wir haben am Anfang nicht unsere Pronomen vorgestellt. Trollhaut soll wohl ganz gut sein, um allerlei Dinge herzustellen. Tja. Guter Tipp, ne? Falls ihr eine Herausforderung sucht. So, da hat Peter wenigstens seine Sache wieder. Was sind diese? Ah, es gibt hier Wesen, die heißen Skeleton, okay. Keine Wesen. Stop it. Get some help. So Wesen, die habe ich noch nie gesehen. Nein, das ist so nordische Mythologie. Achso, okay, ja, sicher. Draugr? Beziehungsweise Drolg. Müsste man nicht eigentlich hier so Draugr kriegen, wie in Skyrim oder so? Alter, hier sind ja 100.000. Die hinteren R werden ja eigentlich immer nicht gesprochen im Altnordischen. Ah, guck mal. Ein spezieller Freund. Du fuck. Was für ein Freund. Mein Freund, das Skeleton. Wir haben ja schon drei hier in dem Haus. Wenn wir zwei jetzt, das wird, glaube ich, tja, nicht schön enden. Sobald die nächste Angriffswelle kommt, sind wir hier auch weg vom Fenster. Aber eigentlich hatten wir doch jetzt ein schönes Highlight am Ende. Und einen guten Cliffhanger für nächstes Mal. Werden sie das nächste Mal gegen die Grauzwerge überleben? Mit bloßen Fäusten und nackt? Die Rettung naht! Wie sieht das mit dem Troll aus?
Heute heißt es Rückzug, aber nächstes Mal gibt's auf die Fresse. Meine Güte. Die Betten. Da muss man übereinander klettern. Naja. Ah, ich habe kein Feuer in der Nähe angeblich. Jetzt können wir gleich alle nochmal schön schlafen gehen zum Abschluss. Hey, ich baue mir hier ein Haus, wo ich mein Bett reinstellen kann. Jetzt hat da einer ein Feuer reingestellt. Bruh. Alter, jetzt fackelt hier gleich alles ab. Bisschen gefunktioniert. Ich schlafe. Alles ist gut. Jetzt legt euch alle schön schlafen. Und das Knistern, das ignorieren wir hier, auch wenn es immer lauter wird. Und der merkwürdige Geruch. Letzter ist aus der Tür, kommen Funken raus. Super. Ja. Genau, Tür zu. Aber Tür zu. Die Feuer gefallen, Rieger. Wenn ihr sonst ja, geschlafen habt, ist es eher ein Ding der Neuzeit. Und alle legen sich schön schlafen. Nur Nico fehlt noch. Ja, auf deinem Bett. Ja, Bett needs a nearby fire, aber tja, du hast es ja wieder. Hä? Ja, das ist von der. Das müsste man tatsächlich wieder hier stellen, sonst kann ich nicht schlafen. Kann nicht schlafen ohne Licht. Braucht das Feuer. Dann muss das direkt. Oder wir brauchen zwei hier. Feuer. Dann muss eins. Hier. Und hier einmal, oder hier einmal. Und die Soundkulisse ist überragend. Drei Wikinger schlafen im Bett und draußen hört man ab. Ja, jetzt müssen entweder wir abreißen oder Feuer entfachen. Ja. Oh. Sleepy Time.